Wir gucken uns erstmal das Karim-Ding an. Ein Tag mit Karim Adeyemi, da kann ich schon mal jetzt sagen, Karim ist einer der coolsten Fußballer, mit denen ich auf jeden Fall Kontakt habe. Ihr wisst gar nicht, wie nett der Junge ist. Der ist so bodenständig. Der hat ein Angebot von Real Madrid bekommen. Der hat von halb Europa ein Angebot. Von Real, von Barca. Ich glaube, Paris hat ihn sogar auch ein Angebot gemacht. Bayern, Dortmund, alle wollen den Jungen haben. Und der Mann schreibt mir, ob wir zusammen streamen wollen. Sagt, ich soll ihm was von Elevate schicken und ist immer cool drauf. Sehr, sehr cooler Junge, Freunde. Ich wünsche dem Mann das Beste. Day in the life. Let's see if you really trap. Das muss ein unglaubliches Gefühl sein als so junger Spieler. Und da, ja, muss so krass sein. Stell dir mal vor, so Real, der. Die krassesten Vereine der Welt wollen dich haben. Wie das sein muss als so junger Spieler. Elektrische Zahnbürste super. Besser als diese Dinger. Normale. Da sehe ich nichts von Elevate und da fängt es schon an. Einfach mal ohne reden? Wird da noch geredet? Zeig mal das Parfüm, was sehe ich da? Coole Schuhe, coole Hose, coole Hoodie. So, jetzt gehen wir zum Training. So, heute steht auf dem Programm erstmal frühstücken, wie immer. Ein bisschen Kraft tanken, dann um 10 Uhr aktivieren fürs Training. Bis 10.30 Uhr, 30 müssen wir um Punkt draußen sein, da fängt das Training an. Macht jetzt Stream raus und dann. Zwei Stunden und danach. Haben wir eine kleine Mittagspause, da sind wir auch alle zusammen essen und dann ist am Nachmittag wieder Training, auch wieder eine halbe Stunde vor dem Training. Okay. Ist krass, ne, wie der ganze Tag auf Fußball ausgelegt ist. Okay, ist ja normal, sind doch Fußballprofis, ne, so. Aber 10 Uhr Aktivierung fürs Training, die gehen frühstücken fürs Training, dann ist Aktivierung fürs Training, dann ist Training, dann ist Regeneration vom Training, dann ist Mittagspause und dann ist nochmal Abendtraining und dann gehst du früh schlafen, damit du morgen früh zum Training wieder fit bist. Aber verdienen ja auch gut Kohle dafür, muss man sagen. Dann ist wieder Training. Dann ist der Tag auch vorbei, vielleicht noch nachbereiten und dann, ja, ist der Tag auch fertig. Da war ich auch schon drin in der Kabine, Chat. Da habe ich Anweisungen gemacht. An der Tafel. Bruder! Wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Ältere Leute können keinen Handschlag geben. Es muss klatschen, es muss diese Lücke, diese Luft. Kennt ihr das? Das muss kommen. Cool. Guter Handschlag. Was ist denn das? Schienbeinschoner. Lol, One Piece Schienbeinschoner. So lange drauf gewartet, ey. Karim Schnauzer Quatsch plus eins. Ein Wunderwerk, ey. Alles Gute nachträglich, Karim Abel. Ach, er ist jetzt 20, ne? Noah Brut. Alles gut, Brut. Geh noch mit Auszug. Schienbeinschoner. Seid ihr derjenige, der auch immer ganz kleine Schienbeinschoner hatte? Ich hatte immer so richtig kleine, weil das cooler aussah. Und weil das gemütlicher ist, als wenn du das richtige Brocken an hast. Aber wenn du Innenverteidiger hast, dann möchte ich da auch Knöchelschutz sehen. Oder wenn du ein dreckiger Sechser bist. Wo ist denn der? Natürlich nicht da. Ja. Schmutz. Unangenehme Situation, zweit im Fahrstuhl. Ja. Und sonst? Wie geht's? Nur on night today. Till 10 today. Immer sehr unangenehm zu zweit im Fahrstuhl-Chat. Sagt dir so, wie es ist. Zeig mal her. Wisst ihr, was ich mich immer frage, Chat? Glaubt ihr, das Essen bei so Fußballvereinen ist geil? Bei Hertha zum Beispiel ist es Quatsch. Das weiß ich, das sagen die Spieler selbst. Das Essen bei Hertha ist Quatsch. Aber das muss doch geil sein. Ich habe das bei Liverpool gesehen. Bruder, bei Liverpool. Habt ihr das Essen mal bei Liverpool gesehen? Es gab da so eine Doku drüber. Junge, es sieht so lecker aus. Und bei Bayern und so, das muss doch richtig geil aus. Mona, ja, Mona. Aber ich denke so, bei Real Madrid und so und bei Barca, da muss es doch so geiles Essen geben. Bei Bayern soll es krass sein, da kommen ja auch Köche und so eine Faxe. Ah ja, stimmt. Bei Dortmund auch, ne? Komm nur mal. Ja, der ist ein Schenk dafür. No, I pay. I'm still everyday. I'm everyday here. Ciao. Sick. This guy.
Digga, der Mann da hinten sieht aus, als wenn der Mann 90s crackt. Der Mann sieht aus, als wenn er 90s crackt, Chat. Der sieht aus, als wenn er bei Valorant hier in den Qualifier 27 Kills gemacht hätte. Na, so ein Fragger, Chat. Der sieht aus wie ein Fragger. Haare völlig verwurscht und so. Aber Tattoo cool. Hey, ich keep being always. Der war die Nacht davor im Practice. Zeig mal her, was habt ihr? Ich sehe da Haferflocken, ich sehe da Schwarzbrot. Oder dieses Körnerbrot ist auch gut. Haferflocken, okay. Zeig mal her. Der Mann nennt sich Honig. Wann? Wie viel Uhr? 9.10 Uhr. Heute gesund? Hast du Tattoos? Nee, nee. Was gibt's da? Holly, du hast es. Jetzt ist Haft. Bei uns heißt es Pfannkuchen. Ist es Pfannkuchen oder war das Nutella? Ach, das ist Nutella? Thank you very much. Karim. Ja. Pfannkuchen mit Nutella haut der Mann sich früh morgens ein. Willst du Tattoos? Ich wollte mal früher, aber momentan nicht, ne. Ich hatte mal überlegt vor meinen Kindern, wenn ich mal hoffentlich welche bekomme, Namen oder sowas. Mal gucken, ich weiß noch nicht, irgendwas mit einer Bedeutung auf jeden Fall. Mal gucken, ist noch nicht zu 100% klar. Das ist ja ein Quatschfrühstück. Mach doch irgendwas Cooles, hol dir ein bisschen Obst oder so. Einfach Pfannkuchen mit Nutella. Das könnte auch Kobalt oder ein kaltes Frühstück sein. Mann, Digga, wieso passt das so? 10:30 Uhr Training, so. Du warst im Training, oder? Da habe ich die Jungs schon nass gemacht auf dem Platz hier, Chat. Fußball-Challenge. Schon über 1 Million Aufrufe. Wissen sie alle, über 1 Million Leute haben gesehen, was ich da für einen guten Fuß habe. So eine coole Truppe. Harrison sieht aus wie eine A-Jugend einfach. Die Jungs sind so froh. Ich wäre auch froh, wenn ich wegen Fußballspielen ein paar Millionen im Jahr verdienen würde. Ich wäre so froh, Chat. Tut mir leid, dass ich auf den Job drücke, aber ich habe so viele Fragen. Glaubt ihr, die gehen da richtig hart ran beim Training? Ich glaube, also bei Salzburg schon. Aber ihr könnt mir nicht erzählen, dass Robert Lewandowski hart angegangen wird bei Bayern. Niemals. Digga, stellt euch mal vor, der wird umgetreten. Niemals. Oder so ein Ronaldo bei Man U. Die fassen den nicht mal an, sage ich. Aber dann denke ich mir, die müssen doch richtig so. Messi wird nicht angegriffen. Niemand greift Messi bei Barca an. Der rennt ja einfach durch. Ja, bei Paris, aber ich meinte damals bei Barca zum Beispiel. Bei Paris wird er auch nicht angegriffen. Lewandowski spielt in so einem großen Plastikball, dem passiert gar nichts. Ich glaube, die brechen da keine Warnbeine. Nee, nee. Bei mir schon. Ronaldo hat bestimmt eine eigene Kabine. Zeit mal Training. Zeit mal Matze, wie trainierst du die Jungs? Coole Spielform. Coolste Spielform, wenn ich Trainer wäre. 5 gegen 5 auf so ein enges Feld. Auf den Außen Anspielmöglichkeiten. Und Tor zählt irgendwie doppelt, wenn du es schaffst, ihn anzuspielen und er zurück. Und dann schießt du ein Tor, damit du die Jungs einbeziehst. Und immer wenn ein Tor passiert, dann sofort fliegender Wechsel. Das Team geht runter. Oder nach 1-2 Toren, sofort fliegender Wechsel. Bupp. So eine coole Spielform. Das war mit meine Lieblingsspielform. Spielerische Ausdauer, nicht Linienläufe, ist scheiße. Im Spiel die Ausdauer. Sprint, zack, abstoppen, zeig's mir. Okay. Sami, dann finanziert ab. Der zweite ist der wichtigste, Kuss. Tschechenrolle, warum auch immer das so heißt, das haben wir jetzt schon zwei geschrieben. Hä, warum? Das hatte bei uns keinen Namen. Guck mal, wie wichtig erster Kontakt ist. Ja. Erster Kontakt ist so wichtig. Ich wollte es nicht sagen, ich wollte nicht fronten. Erster Kontakt so wichtig. Bam. Scheiße, erster Kontakt. Und der erste Kontakt war schon für die Hölle gegangen. Ja. Nice. Das Wichtigste, erster Kontakt. Guter erster Kontakt. Das ist das Allerwichtigste. Erster Kontakt. Nice.
erster Kontakt, super wichtig. Das sind die Kleinigkeiten, glaube ich, auch in so Profifußball, wie du den Ball verarbeitest, direkt am Anfang. Geh mal rein, duschen, geh mal. Ja, was machen? 5 Sekunden zunächst. Was jetzt? Komm mal. Video neu. Geht? So, liebe Fans, heute sind wir dran mit der 5 Sekunden Challenge. Noah und ich. Los geht's. Geh mal. Geh mal. Wir müssen ziehen, dann hast du 5 Sekunden. Meine Jungs, Chat, meine Jungs sind das. Welcher Timer? Das wird das Thumbnail und Karim, ich habe im Auge. Du liest vor? Meine Jungs. So, wir sind jetzt fertig mit der Challenge. Nur an dich, ich habe ganz klar gewonnen. Und jetzt gehen wir erstmal was essen. Krank, Brut. Danke. Danke, danke. Was? Ich trainiere mit meinem 5-Jährigen, denke, das reicht für die Sports. Gib mir einen Vertrag. Kuss, Kuss. Kuss. Willst du auch einen Kuss? Kuss, Kuss ist lecker. Kuss, Kuss ist cool. Ey, ich habe eine ganz wichtige Frage, Paul. Was sind für dich Nudelarten? Was gehört alles dazu? Nudelarten? Was ist das denn? Penne und so, meint er das? Penne, Tagliatelle, Linguini, Spaghetti, Gnocchi, ich glaube 5. Fusilli gibt's noch, fällt mir auf. 6 kenne ich. Gehört für dich? Macaroni, stimmt. Schnupfnudeln. Das kann doch nur von Chris kommen. Kann mir das vielleicht noch schlechter bauen? Gnocchi sind doch keine Nudeln, doch. Dass ich vielleicht so mein Essen mal abholen soll. Weil ich komme nicht. Lasagne, cool. Gnocchi sind keine Nudeln. Nocken ist falsch. Nee, warte. Warum sind Gnocchi keine Nudeln? Okay, bei Edeka verkaufen wir schon mal nicht. Wiederwelt, perfekt. Weiter geht's. Das macht echt Spaß. Hauptsache ich suche, aber ich kann sie nicht holen. Aber hey, schau, das ist der Beste. Auf die Leute, ich bin der Beste. Von Edeka. Ich dachte, es wäre Kartoffelnudeln. Mann, Digga, mein ganzes Leben war eine Lüge. Ich liebe Gnocchi. Gnocchi Gorgonzola, so geil. Athletiktraining. Da hat gerade safe ein 30-plus-Spieler das Lied angemacht. TikTok. Oder das ist Insta. Insta Live, also. Habt ihr vor uns ins Viertelfinale in CL zu schießen? Nee, ihr habt keinen Bock? Ich glaube ja. Nö. Wir geben uns das Beste und hoffen, dass ihr beide ein Tor schießen. 40 cm hat da einer geschrieben. Janu Schlimmbach, Digga. 20er PSN-Card, wenn er mir nicht folgt. Janu Schlimmbach. Auch folgen. Sehr, sehr gut. Gut verstehen. Auf dem Platz, neben dem Platz. Und privat, ja, sehr gut. Wir waren zusammen im Urlaub. Wir haben zusammen zocken oder streamen. Streamen, Digga, mit dem beiden zu streamen. Ihr seht auf Social Media und dem Ganzen. Da habt ihr echt ein Problem. Wer ist besser in FIFA? Digga, schau, was für eine Frage. Okay, er ist besser. Nächste Frage. Karim ist Müll in FIFA. Ich habe hier eine schnelle Frage, sobald wir uns kennen. Seitdem du gekommen bist. Ja. Danke für die Fragen. Haut alle rein und bis bald. Heute werden wir, glaube ich, nicht mehr fertig. Ich habe mich nochmal jetzt bis unten. Was muss ich noch machen? Muss ich noch Video machen? Ich habe hier unten nochmal jetzt Stadtland Fußball. Ich habe von Salzburg sogar ein Trikot, ne, bekommen. Von dem Geschäftsführer von Salzburg. Soll ich euch mal erzählen, warum ich damals in Salzburg war? Es passiert eh nicht. Jetzt kann ich es einmal droppen. Folgende Situation. Edi Geller wollte eh dahin. Und dann hat der Präsident von Salzburg, Chat, hat dann Karim nach meiner Nummer gefragt. Dann hat er mich angerufen, der Präsident. Ich dachte erstmal, die wollen mich verarschen. Dann hat er gesagt, dass seine Söhne voll die Fans von mir sind. 2 Stück. Und dass die gerne was von Elevane haben wollen. Dass es aber immer ausverkauft ist und ob man da was machen kann. Und ob ich nicht zum Spiel
Spiel kommen möchte. Da bin ich so, ja, ich komme eh zum Spiel und so, dankeschön. Dann meinte er, ja, und wie sieht's aus? Wie bist du so zum Thema so mäßig Red Bull Athlet? Dann habe ich mir das Ganze da angehört. Bin da hingegangen, habe mich ein bisschen mit denen gequatscht wegen Red Bull Athlet Chat. Das war auch alles super, ich habe mich voll gut mit denen verstanden. Da war ich auf jeden Fall da und dann haben die halt, die sind auf der Suche auch immer nach Streamer und so, und zu dem Zeitpunkt war das so bei mir, also am Anfang war es ja bei mir so, dass ich ich war so ein aufstrebender Stern, dann war ich irgendwann in der Top 10, dann war ich irgendwann in der Top 5 Streamer und da war dann der Moment, wo ich irgendwann so Top 3 war, also immer konstant 20.000 Zuschauer eigentlich, 20.000, 15.000 und in diesen Rängen, und das haben die mir gesagt gehabt, dass sie das auf dem Schirm haben und dass sie Creator suchen. Dann habe ich mit denen ein bisschen geredet, aber das hat dann alles nicht funktioniert, Freunde, auch wegen VitaVelt. Ich hätte VitaVelt nicht machen können und dann habe ich mich für meine Firma entschieden und gegen das wahrscheinlich sehr, sehr nice Angebot von Red Bull. Könnt euch ja denken, was da wahrscheinlich abgegangen wäre. Aber da kamen die Zahlen, ne? Da sind die Zahlen, da so weit kam es gar nicht. Die hatten dann so, ich habe dann gesagt, ob das so mäßig ein Problem wäre und die meinten dann, ja, das würde nicht funktionieren. Dann meinte ich, dass ich mich dann eher dagegen entscheide. Ja, da hätte es gescheppert, da hätte es auf jeden Fall gescheppert, Freunde. Aber man muss im Leben auch mal Risiko eingehen, Chat. Man muss auch mal Risiken eingehen. Ich hatte damals einen Deal, das kann ich ja mal sagen, ich hatte damals einen Deal für eine Marke, Modemarke. Da hätte ich safe, ich hätte eine eigene, ich hätte Produkte promoten müssen und dafür hätte ich irgendwie 150.000 bekommen oder so. Und über 3 Monate oder 4 oder so. Und plus mein Share. Also es wäre ein Safe auf 200.000 gewesen. Die haben zu mir gesagt, ob ich das machen möchte. Das war gerade in der Gründung von Elevate. Ich hätte nicht beides zeitgleich machen können. Das hätte nicht funktioniert. Und dann habe ich mich gegen dieses Angebot entschieden und habe mich dann, ich sage nicht welche, aber jeder kennt die. Ja, es schreiben schon welche in den Chat. Ich habe mich dann dagegen entschieden und habe dann Elevate gemacht und es meinten richtig viele zu mir, dass das so dumm war. Die meinten, es war richtig dumm. Das hätten die niemals gemacht. Ein Jahr später hat Elevate einen Umsatz von 10 Millionen Euro. Ihr müsst auch mal Risiken eingehen, Freunde. Und ich glaube persönlich, dass VitaVelt alles wegrasieren wird. Und ich glaube, mit VitaVelt werde ich viel mehr erreichen können, als wenn ich was mit Red Bull machen würde. Zum Beispiel. Nicht immer auf andere hören. Wenn ihr ein gutes Gefühl dabei habt, dann macht das. Und ja, das kann ich dazu sagen. Ich glaube, VitaVelt wird alles auseinandernehmen, um ehrlich zu sein. Alleine wie das jetzt, also allein die jetzigen. Wir werden unser erster Drop wird direkt Millionen Flaschen sein. An dem Laden, wo wir sie verkaufen. Ich glaube auch, dass VitaVelt härter knallen wird als Elevate, um ehrlich zu sein. Wie immer. Einmal sagen. Aber mal gucken. Mal sehen. Elevate war schon geisteskrank. Die Mutigen gehört die Welt, ja. Momentan bin ich nicht mit McFit verpartnert, ne? Aber ich gehe ja trotzdem zu McFit. Ein paar Unterschriften, bisschen Training. 16.11 Uhr ist da Feierabend, ne? Und die müssen halt wieder, also die sind wahrscheinlich voll im Arsch. Die gehen wahrscheinlich so um 22 Uhr pennen. 22.30 Uhr, dann war's das. Die sind jetzt noch 6 Stunden, warten die, sind sie noch wach und dann gehen die wieder pennen. So, jetzt sind wir am Ende von meinem Tag. Zusammengefasst war heute sehr intensiver Tag, Training in der Früh. Elevate-Kondome. War das, glaube ich, das intensivste. Nachmittag Kraft war ein bisschen chilliger, aber ja, insgesamt war es sehr anstrengend. Bin sehr müde jetzt, dann hoffentlich werde ich heute früh schlafen gehen und ja, hoffentlich hat euch der Tag mit mir gefallen. Ja, wir sehen uns hoffentlich im Stadion. Ich weiß jetzt schon, dass Eli darauf reagieren wird. Antwort von Red Bull Salzburg. Lachsmiley, ihr seid die Besten. Cool, coole Reaction. Cooles Video zum Reagieren. Every